Herzlich willkommen zu dem nächsten Let's Battle. Das ist jetzt mein dritter Teil und wir befinden uns wieder in Mittelerde bei dem Spiel Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Wir spielen wieder ein weiteres Gefecht und diesmal suche ich mir eine andere Karte. Beim letzten Mal haben wir leider gegen Brutal verloren. Diesmal bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das Battle gewinnen kann und ich nehme hier alle Markierungen raus. So, wir spielen mit den Elben, genauer gesagt, oder spielen wir mit den Menschen, hätte mehr Tradition. Ja, wir spielen mit den Menschen in Helms Klamm und gegen dreimal Brutal und wir setzen dreimal Böse ein. Also wir spielen gegen Isengard, gegen Mordor und gegen die Orks. Alle im Team und Brutal. Also die höchste Schwierigkeitsstufe in diesem Spiel. Wir sind weiterhin rot. Handicap ohne. Ja, ist mir eigentlich egal, wie die hier verteilt sind. Jetzt noch kurz zu Helms Klamm. Diese alte Festung war Schauplatz eines der entscheidenden Schlachten des Ringkrieges. Kein Feind hat die Hornburg je erobert, wenn sie von den Menschen verteidigt wurde. Ich hoffe, das ist diesmal genauso. Und ich fand es sehr, sehr schön oder ja, würde es mir für den zweiten Teil eigentlich auch wünschen, dass man wie im ersten Teil die Kampagne nochmal spielen kann. Also ich fand im ersten Teil von Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, die Kampagne wesentlich interessanter und besser als die des zweiten Teiles. Ja, da hat man halt sich auch schön in Helms Klamm die Köpfe einhauen können. So, ja, das bleibt alles so. Also wir spielen mit eigenen Helden und Ringhelden. 1000 Rohstoffe zum Beginn und Kommandeurspunkte Faktor 1. Und dann steigen jetzt direkt ins Spielgeschehen ein. Ja, mal schauen. Meine Taktik wird sein, dass das den, den unteren Wall zu verteidigen, das Tor zu ganz zu lassen und dadurch den Feind jetzt gar nicht erst an die wichtigen Gebäude und Ausbildungsplätze, dass der Feind da gar nicht rankommt. Und das probiere ich einfach, indem ich mir zwei Schießstände hier unten direkt hinbaue, damit ich schon von Anfang an Bogenschützen in meinen Reihen habe. Damit es sicherer Sieg wird, stelle ich mir immer Fari noch am Anfang oben hin, der levelt richtig, richtig gut. Hier hinten habe ich drei Rohstoffquellen, die mir immer 60 bringen und wir können uns ja dann noch weitere Gehöfte, oder es sind ja keine Gehöfte, aber weitere Rohstoffquellen selbst bauen, in Form von Gehöften. So, jetzt bauen wir erstmal hier die zwei Schießstände, die ich schon angekündigt habe. Ne, da muss ein bisschen weiter rein. Dort können wir nichts bauen. So. Wir müssen einen besseren Ort finden. Bleib wohl. Ja. Ich, Faramir, ein guter Bau. Die Männer Gondors halt für sie aufhalten. Dann nutze ich immer gerne Neuaufbau, repariert Gebäude. Weil besonders schnell auf Brutal hier Truppen ausgebildet werden und Faramir die meistens nicht alleine oder es nicht alleine schafft, die zu besiegen und deswegen hole ich mir diese Fähigkeit, damit ich dann das Tor heilen kann, ohne dass ich dafür Geld bezahlen muss. Der Schießstand ist fertig. So, der erste Schießstand ist bereit. Hä, wieso baut? Wir haben viel zu tun. Hä, wieso baut? Hä? Was soll ich bauen? Absetzen. Jetzt. Okay, du sollst nichts bauen. Doch, wir haben viel bauen zu tun. Wir bauen noch, weiterer Tipp. Wenn ihr keinen Helden habt mit, ich glaube, das ist Führerschaft, diese Fähigkeit, dann könnt ihr besonders gut in Helms Klamm hier hinter dieses, hinter das Eingangstor, los, an die Arbeit, sowohl Brunnen auch als auch Statuen bauen. Statuen.
bauen. Die verstärken eure Truppen auf der Mauer um 50% und heilen diese auch, wenn sie sich nicht sich die Truppen nicht im Kampf befinden. So, es geht direkt los, wie ihr auf der Karte sehen könnt, kommen schon die ersten. Und wir bilden Ethylen-Waldläufer aus, weil die sehr effektiv gegen Monster sind, wie ihr hier unten lesen könnt bei den Eigenschaften. Und die erste Statue ist bereit und ebenfalls haben wir uns Feuerpfeile gekauft. So, jetzt fehlt uns natürlich das Geld. Der Wagen ist unterwegs. Aber wir bauen erstmal hier einen Brunnen. Mach den Bauplatz frei. Farin ist schon bald auf Stufe 2, wenn er so weitermacht. Wir haben den Schießstand und verbessert. Und das Tor hat ein bisschen Schaden bekommen, aber nicht viel. Jetzt können wir Feuer. Also weiß sind die Goblins, orange sind die das Mordor und blau ist Isengard, genau. Also wenn ihr mal auf der Karte dann unten links schaut, dann seht ihr halt, welche Feinde von welcher Sektion sich jetzt gerade nähern. So, Farin Level schon, Stufe 2 gleich. Mein Ethylen-Waldläufer kommt auch bald und sieht eigentlich recht cool aus. Mal schauen, was sie hier schon stehen haben. Also rechts von uns ist Mordor. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor. Meine Ethylen-Waldläufer sind da. Der Feind ist nicht fern. Die Stämme. Bleibt in Deckung. Genau. Es geht los. Rechts ist Mordor, dann ist in der Mitte, ist Isengard und ganz außen. Das Gebäude ist bereit. So wird dann auch die Reihenfolge sein, wenn ich es schaffen kann. Wir kämpfen für Gondor! Zum Angriff überzugehen und jetzt nicht mehr verteidigen muss, meine Hornburg oder mein Schutzwall, dass ich dann diese in der Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, besiegen werde. Waldläufer! Ruhig, Männer! So, weiter zur Waldläufer! Aufpassen, okay. Waldläufer! So, fahren wir von Stufe 3. Was soll ich bauen? Eine Statue. Macht euch bereit! Stufe 3, sie sind hier! Stufe 1. Bleibt wachsam! An die Arbeit, Männer! Sind noch hier dazwischen? Wo sollen wir bauen? Jawohl! Ein guter Bauplatz! So, dann baue ich hier hinten noch bei der linken Statue. Der Feind ist nicht fern! Schon hier oben stehen. Ein Brunnen und dann habe ich die Mauer erstmal gesichert. Ja, hier könnt ihr ein geheimes Tor oder Nebentor, wie es hier steht, bauen. Das würde ich euch eher nicht empfehlen. Hier entlang. Eine weitere Möglichkeit ist, das gibt es hier, würde ich auch nicht. Weil, oder eher gesagt, warum nicht? Das Problem ist, ihr könnt zwar schnell rein und raus, ohne das Haupttor zu öffnen. Nur mir ist aufgefallen, dass die Truppen dann immer runterlaufen und das ist sehr, sehr störend, wenn die immer hier rauslaufen und dann plötzlich hier rechts bei diesem Vorsprung stehen bleiben und dann angegriffen werden können. Deswegen vermeide ich es immer, ein Tor zu bauen, ein Nebentor zu bauen, eher gesagt. Und hier könnt ihr mal sehen, wie schön die Reichweite von solchen Ethylen-Waldläufern sind. Ja, der tödliche Pfeil ist sehr, sehr wichtig, wenn jetzt dann Mordor mit Trollen anrückt oder mit anderen schweren Geschossen, dann setzt ihr einfach tödlicher Pfeil ein und der Troll sollte sich eigentlich, wenn Fahrer mir genügend gelevelt hat, sich in Luft auflösen sozusagen und jetzt nicht euer größter Feind darstellen. So, ich warte jetzt erstmal auf weitere finanzielle Unterstützung. Also auf Rohstoffe. Gut, unser Brunnen ist dann auch gleich fertig. Das Gebäude ist fertig. Ja, wenn ihr es richtig
hart verteidigen wollt und es vielleicht auch schon übertreiben wollt, dann könnt ihr, oder ich empfehle es euch dann auch für den Angriff, dann hier hinten ist noch Platz für eine Werkstatt. Das geht hier nicht. Genau, hier geht es. Mach den Bauplatz und da könnt ihr dann, könnt ihr recht schnell, wir haben viel zu tun. Ja, eure Katapulte aus Kriegsschaufeld schieben lassen. So, hier oben baue ich noch ein Gehöft. Machen wir uns an die Arbeit. Und ich bin dann als nächsten, mein nächster Schritt wird, wenn ich die Gehöfte gebaut habe, die Helden hier zu besorgen oder zu kaufen und dann hier oben mit hinzustellen. Warum? Weil, wenn die Ethereum-Waldläufer Schaden machen und Gegner besiegen, dann wird ihr Umfeld ebenfalls mit Fähigkeitspunkten versorgt. Und deswegen stelle ich auch so jemanden wie Gandalf, der eigentlich kein Bogenschütze ist oder so, auf das hier oben hin, damit er dann leveln kann. Ist sehr, sehr praktisch. Das Gebäude hier wäre fertig. Ja, das ist jetzt gerade eine sehr langweilige Phase, denn ich muss erstmal warten, bis ich vollständig meine Festung ausgebaut habe. Und tut mir leid, aber ich werde dann bald ins Spielgeschehen wirklich direkt eingreifen und mich nicht mehr feige hinter meiner Mauer verstecken, die sondern Werkstatt ist bereit. Beginnen Kopf an Kopf die Gegner zu besiegen und niederzustrecken. So, wer braucht einen Baumeister? Und wir brauchen dich hier hin. Los an die Arbeit! Wir werden dieses Land schützen. Farin Tanschul besiegen. Sehr erfreuliche Nachricht. Und wir können mal schauen. Ja, wir suchen. Wir nehmen die beiden Fähigkeiten. Ah, Barkalber ist schon. Aber wir sind halt doch stärker. Also Mordor hat zwei Ork-Gruben und eine wo sollen wir bauen? Ein Haradrim-Palast. Ist eigentlich jetzt nichts Gefährliches. Wir müssen uns beeilen! Drei Trollgruben haben und dann ständig neue Trolle produzieren, ist das eigentlich kein Problem. Ja, Farin, hier könnt ihr euch anschauen, gleich Stufe 10. Also vollkommen auf dem höchsten Niveau. Und hier, das meine ich mit Führerschaft, das ist die Fähigkeit, von der ich vorhin sprach. Hier wären wir fertig. Aber mit dieser Verteidigung eigentlich kann euch nichts passieren. Das Tor ist eigentlich sicher, es ist egal, wer kommt. Es sei denn, ihr spielt jetzt direkt gegen eine künstliche Intelligenz, wie in meinem Fall, sondern gegen euren Kumpel oder so, dann kann es natürlich sein, dass er mit Katapulten oder ähnlichen es schafft, euer Tor, selbst wenn ihr Tierwaldläufer hier oben stehen habt, zu besiegen. Werkzeug bereit. Aber wenn ihr euch geschickt anstellt, dann wird das eher nicht so sein, denke ich mal. Wo sollen wir bauen? Ich weiß, was wir brauchen. Wer braucht einen Baumeister? So, was kann ich noch bauen? Ah, genau, eine Schmiede. Dort können wir nichts bauen. Also ich würde euch empfehlen, baut es hier oben in dem Bereich die Schmiede, wichtige Dinge. Die beiden Bogenschießstände hierhin noch eine Werkstatt ist das. Also wir haben die Kaserne verbessert. Das Gebäude ist fertig. Früher war das Werkstatt. Also im ersten Teil. Oh, hier ist gerade ein Troll gestorben. Entschuldigung, dass ich das nicht erfasst habe und nicht so viel Mist laufe. Wo sollen wir bauen? Ja, jedenfalls. Wird erledigt. Nee.
Wir müssen uns beeilen. Jedenfalls empfehle ich das hier oben viel hinzubauen, weil dann könnt ihr hier noch mit dem Tor, das ihr ebenfalls schließen könnt, sehr gut die letzten Gebäude verteidigen, wenn hier euer vorderer Schutzwall gefallen sein sollte. Denn eh die Feinde hier oben sind und hier hinten durch das Tor, links oben in der Ecke könnt ihr das sehen. Ist eine Menge Zeit vergangen, wo, wenn ihr eventuell Bogenschützen oder sowas hier oben stehen habt, die Gegner niederstrecken können. Wir haben die Werkstatt verbessert. Hier wären wir fertig. Nächste Troll ist gefallen, sogar zwei Stück. Und Mordor sammelt langsam seine vollständigen, seine Kräfte und erlangt vollständige Stärke. Während ich nicht auf Rohstoffe warte, versuche ich mal ein bisschen hier noch das Geschehen am Tor zu füllen. Oder euch zu zeigen. Hier kommt der nächste Troll. Der ist von den Orks. Das Gebäude hier wäre also manchmal tun mir die Markreiter, die so verbrennen, schon weh, aber wenn ich dann immer sehe, dass sie an meine Truppen ranholen. Wer braucht einen Baumeister? Eher nicht. So, ganz wichtig ich weiß, ist noch, was wir brauchen. Wenn ihr volle, wenn ihr an die Arbeit, Männer. Viel und schnell Rohstoffe produzieren wollt, machen wir uns an das die Geld Arbeit. Habt und jetzt euch nicht unbedingt krampfhaft, wie ich in meinem Fall es ja nicht ist, gegen irgendjemanden wehren das muss, ist der Ring. Los, dann könnt holt ihr. Ihn euch. Oh, hinten ist der Ring. Hilfe, der Feind hat den Ring gefunden. Naja, gut. Vielleicht bilden sie ja Sauron aus, dann wird noch was Spannendes passieren. Isengard hat jetzt den Ring bekommen. Ich werde ihn jetzt auch den überlassen und jetzt nicht meine Verteidigung aufgeben, denn mit Sauron werde ich schon fertig. Also ich habe es schon mal geschafft, ihn zu besiegen in einem Spiel. Ich glaube, das war auch auf dieser Map, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Was ich sagen wollte, wenn ihr viel Geld habt und die letzten 10% mit 10% aus euren Rohstoffquellen herausholen wollt, dann kauft euch den Marktplatz und dann halt die Updates wie Erntesegen oder so. Das Gute ist, wenn ihr einen Ring haben, könnt ihr ein bisschen das Lager anschauen. Also wir haben eine Warggrube, ich denke mal zwei. Einer ist hier noch irgendwo drüben. Belagerungswerke haben die schon gebaut. Ja, hier bauen sie gerade Rüstkammer. Ist eine Rüstkammer, ist das? Dann haben die oben zwei Urukuben, denke ich mal. Also, wenn die jetzt so weitermachen, könnte es doch noch ein ganz spannendes Battle werden, wenn ich sie nicht rechtzeitig besiege. Der Feind hat den Ring! So. Ja, haben wir schon mitbekommen. Das ist, wovon ich sprach, Erntesegen und Belagerungsmaterial, Eisenerz. Ja, nehmen wir auch. Damit kann man, wenn man sich jetzt hier die Updates gekauft hat, sind die Rüstungen so günstiger für, Werkzeug wenn man die bereit. Truppen damit ausbildet. So. Letztes Gehöft. Eigentlich ist das sinnlos, 57. Ich weiß, was wir brauchen. Dann lasse ich das einfach jetzt mal so, wie es ist. Und ja, wir warten erstmal ab. Jetzt mal langsam Belagerungswerke kommen, sonst ist mir langweilig. Und euch ja sicherlich auch. So. Wir haben mit der Ernte begonnen. Ausbauen, weil ja, Erntesegen ist da. Weil ich jetzt nicht mehr viel Etienne-Waldläufer ausbilden werde, sondern eher machen oder so. Die geschmiedeten Klingen sind fertig.
das klingt doch gut. Wir können eigentlich einen Stall umbauen. Wir haben viel zu tun. Ja, das ist eine gute Idee. Wird erledigt. Brauche ich hier vorne noch zwei Werkzeug Stallungen. Bereit. Der Wagen ist unterwegs. Passt hier noch hier oben hin? Ich glaube mal eher nicht. Müssen wir mal schauen. An die Arbeit, Männer. Ja, dann habe ich eigentlich alles. Die Helden, naja, brauche ich jetzt. Ja, kaufe ich mir dann, wenn ich die ersten Gegner besiegt habe. 500.000. Oh, die Bannerträger sind hier. Naja, es dauert schon noch ein bisschen, bis ich es losmache. Wo sollen wir bauen? Ich alles abgedatet habe. Bei den Menschen hat man halt auch sehr viele Möglichkeiten, jetzt irgendwelche Updates oder ähnliches zu erlangen. So, ich schaue jetzt mal, ob wir haben die Kaserne verbessert. Eine Stallung hinquetschen kann, aber. Das geht hier nicht. Nee, wäre zu schön gewesen. Ja, da hätte es gut Wir müssen woanders. Das sieht dann noch nicht mehr schön aus, deswegen brauche ich die hier hin. Ein guter Bauplatz! Was soll ich bauen? Gehen wir! Ah, jetzt geht's wieder los. Mordor kommt erneut mit großer Zahl. Ja, wenn jetzt so viele Truppen auf euch zukommen und hier wir links unten am Spielfeldrand sehen können, ein Troll auf euch zugerannt kommt. Na gut, die werden jetzt erstmal hier, das sind die recht reichlich blöd, aber. Okay, es sind recht viele Bogenschützen, da werden wir mal hier diese Vorkehrung treffen. Und ein Troll auf euch zugerannt kommt, dann lasst die Truppe zuerst den Troll angreifen. Ich werde jetzt mal hier die Spezialfähigkeit einsetzen. Mal schauen, wie die wirkt. Wir haben die Stallungen verbessert. Wir müssen wachsam sein. Ah, fast. Also es zieht den Rollen drei Viertel ab und mein Tor zieht es schon einen ganz schönen Schaden ab, wenn jetzt der Troll noch Steine gegen wird. Holt Geschosse für die Katapulte und zerstörten Gebäude. Hallo? Lass sie nicht herankommen! Ey, da muss man gucken. Das gibt's aber nicht. So, jedenfalls war das jetzt kein Paradebeispiel, wie ihr vorgehen sollt, wenn euch ein Troll angreift. Also, ihr müsstet dann eigentlich alle Truppen drauf auf den Troll schicken, weil der macht wirklich sehr viel Schaden bei eurem Tor. Und dann könnt ihr... Was nehme ich denn das erstmal? Und dann könnt ihr auch... Rest, die restlichen Truppen fertig machen. So, ich baue jetzt gerade mal einen Verteidigungsturm. So, Feuersteine noch. Was denn nochmal so viel? Das dauert doch ewig hier. So. Die nächsten Stallungen sind fertig. 750 für Rohirrim. Das sind die Ritter Rohans. Also Reiter Rohans eher gesagt. Und die sind richtig, richtig gut, weil ihr gleichzeitig sie als Schwert- oder Lanzenträger mit den an zum Schwert reiten lassen können. Und aber auch als Bogenschützen. Und das ist ein erheblicher Vorteil zu den Truppen von Gondor. So, da jetzt so viele Truppen kommen, ist es also egal, wie viel Schaden der kleine Troll hier macht. Nee, eigentlich nicht. Für Gondor! Muss man wieder Farin drauf schicken, aber... Ja, sollte es gewesen Macht euch bereit! Ruhig, Männer! So, bleibt mal schön hier oben stehen. Das ist das Phänomen, was ich euch erzählt habe, dass die Truppen nur reichen. Ist nicht so erfreulich. Da jetzt mehr kommen, baue ich lieber nochmal... Oder kaufe ich mir noch eine... ein Bataillon. Mit hier in Waldläufer, um ganz sicher zu gehen. Wir können ja gerade auf der Karte verfolgen. Wir haben die Schmiede verbessert. Dass es nicht wenige sind, die mich jetzt angreifen. Also das wird jetzt schon. Warum kommen die jetzt alle hierher gerannt, weil ich diesen
einsamer Wachturm, also weil ich diesen Wachturm hier gebaut habe und die den zerstören wollen. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor! Die schwere Rüstung ist fertig! So, gut. Hab ich eigentlich alles ausgebaut, bis auf die Stallungen, die jetzt dran sind. Na, ich war schon mal die Mannschaft frei aus, das dauert länger. Unser Land wird belagert! Saurons Mundwort und ein Trommler-Troll, der die gegnerischen Truppen zusätzlich angreift. Ja, jetzt wird es langsam wieder nicht enger und spannender für euch, weil jetzt mehr Truppen kommen. Also ihr seht, wie viele das sind. Das wird mich dann auch überraschen oder erwarten, wenn ich, jetzt haben sie gerade zerstört, wenn ich dann hinausgehe und die ersten Lager hier zerstören möchte. Wir haben die Stallungen verbessert. So, vor lieber noch eine Gruppe. Ja. Die kann ich ja dann auch mit rausnehmen, das ist eigentlich sehr vorteilhaft. So, jetzt noch hier auf Stufe 3 ein bisschen Geld sparen, dann geht's los. Jetzt kriege ich Fahren wieder auf den Roll. Die Truppe ebenfalls. Aber ich habe auch die Fähigkeit so befallen. Habe auch bald die Fähigkeit wieder mein Tor zu heilen. Wir haben die Stallungen verbessert. Ja, zuvor nochmal zu dem Aufbau, wenn ihr das Spiel selbst habt und hier in Helm's Klamm auch solche Schlachten schlägt, dann erzählt mir doch einfach oder schreibt in die Kommentare, wie ihr das macht, wie ihr das aufbauen würdet, ob irgendwelche Verbesserungshinweise für mich bereit habt oder nicht. Das dauert nicht lange. Ja, also wenn es dann ganz brenzlig wird, könnt ihr hier auch noch Belagerungstürme hinbauen und da könnt ihr zusätzlich noch 2 Bataillone von solchen Ethienwaldläufern hineinschicken, die dann nicht mehr auf der Mauer stehen, sondern in solchen Türmen, ist auch ganz nützlich. Oder ihr baut dann noch, wie ich jetzt gleich vorhabe, hinter das Tor, der den dann katapultiert. Wir haben die Stallungen verbessert. So, die Stallungen sind jetzt beide Stufe 3. Das ist sehr erfreulich. Da, und holt ihn euch! Bleibt mal schön hier stehen. Bringt das Katapult zum und mein Turm ist fertig. Hier könnt ihr sehen, wie ihr seht, 2 weitere Truppen zur Verfügung und Feuerball. So, jetzt kann ich meinen neuen Team dann. Und Bogen, Katapult, ach nee, das war mein eigenes. Da kriege ich immer Schockmomente. Felsen bereithalten! So, die stelle ich mit hier auf. Lass sie zurück! Oh, und die stellen wir hier halt davor. Na. Aus dem Weg! Feuer einstellen! Die bleiben hier nicht so stehen. Braucht ihr euch da nicht so bemühen. Gut, haben wir jetzt Erdbeben? Jawohl. So, jetzt werden wir mal uns dran machen, hier Mordor erheblich zu schwächen. Und wir setzen Erdbeben an. Sehr gut. Und jetzt noch hier die Rohirre. Das sind exzellente Krieger. Das sind dann die Reiterreihe die Reiterreihe Rohans. Und die hat es richtig drauf, also die machen ordentlich Schaden. Ich würde euch empfehlen, immer dann hier Sammelruf einzusetzen, da sind die nochmal stärker und die dann noch zu heilen, wenn die hier, angegriffen werden. So, Mordor müsste eigentlich jetzt fallen, das sieht
eigentlich richtig gut aus, dass ich dort die Chance habe, Mordor einfach mal ein bisschen zu ärgern und die zu besiegen. Bestraft alle Feinde Rohans! Unsere Truppen werden angegriffen! Und die Festung ist gefallen. Okay, sehr gut. Oh, Herren, reitet auf den Troll getroffen. Holt eure Waffen! Hier ist auch nochmal Saurons Mund, haben sie sich wieder gerettet. Also wiederbelebt, aber es wird ihnen auch nicht weiterhelfen. Genau, so. Reitet aus! Dann nutzen wir noch die Zeit und gehen weiter Richtung Isengard. Schön von hinten annähern, aber ich meine, nee, ich melde jetzt mal meinen Flieger. Oh, hier sind die ersten Reiter. Dann nehme ich mir noch hier die verbündeten Bunnet einrufen. Die können nämlich, wenn es eng wird, noch zusätzlich die Truppen besiegen, wenn die anderen die Gebäude zerstören. Also die Dunedain könnt ihr für, wenn ihr Truppen besiegen wollt, nutzen als Spezialfähigkeit, und um jetzt hier Gebäude zu zerstören, würde ich euch die Rohirrim empfehlen. So, ich werde mal probieren, schon mal die Festung ein bisschen zu zerstören. Attacke! Vielleicht gelingt mir das ja noch in der verbleibenden Zeit. So. Sie haben angegriffen! Bleibt doch stehen. Ihr könnt ruhig doch stehen bleiben. Jawohl, kommt schon. Ah, sehr guter Treffer. Also der war optimal gesetzt. 5000. Wir können ausbilden. Hab ich ganz vergessen. Noch ein Katapult. Zwei Verlierer. Und noch ein Held. Aragorn, ja, Aragorn ist sehr gut. So. Boromir, setzen wir danach, das wäre dann. Also ihr seht, wie hier die Anzeige der Festung, und die hat wirklich viel Leben, hinunterschießt oder weniger wird. Also könnt ihr mal sehen, wie stark die Boromir sind. Mögen Sie hier verfaulen! Ja! Bestraft alle Feinde Rohans! So. Wir sind bereit zu kämpfen! Wir brauchen mehr Rohstoffe! Ja. Ich bringe den Menschen neue Hoffnung. Sauron muss besiegt werden! Sehr gut. Aragorn, stellen wir mit hier auf die Mauer. Ah, haben wir nicht ganz geschafft, aber fast. Beim nächsten Mal ist dann Isengard dran, und dann werden wir auch gleich die Goblins im Folgezug, sage ich jetzt mal, besiegen. Also schaut alles nach einem Sieg von den Menschen aus, sodass wir die Hornburg erfolgreich verteidigen können. Ja, hätte ich hier einsetzen sollen. Naja, egal. 60, 60. Waldläufer, wir kämpfen für Gondor! Wir sind bereit zu kämpfen! So. Wir schützen den Weißen Turm! Ja, wo ist das denn? Macht euch bereit! So, ihr könnt ruhig hier stehen bleiben, Alter. Jetzt kommt diese. Das wird nochmal gefährlich. Naja, werden wir erstmal wieder ärgern. Wir kämpfen für den Ruhm Gondors! Den anderen haben sie zu. Na gut. Gefährlich ist immer so eine Definitionsfrage. Macht euch kampfbereit! Beeilt euch! Gesünder mit euch! Verteidiger des Weißen Baumes! Wir sind bereit, noch mehr Soldaten befehligen!
Okay, das war's jetzt. Ich würde nur sagen, das wird jetzt meine aktuelle Armee und ja, damit werden wir jetzt rausgehen und den mal ordentlich einheizen. Mehr Munition! Muss ich mal ein bisschen ausrüsten, damit wir dann auch wirklich gewinnen. Die Schlacht, die Reiterei sieht doch schon mal stark aus. Oder? Werkzeug, wir haben viel zu tun. Information bleiben. Gut. Pumpwaffen sollten vollständig ausgerüstet sein. Mittelerde, aufpassen, Waldläufer! Formiert euch, Ritter! Haltet die Augen zusammen! Die rüste ich dann später noch aus. Jetzt einfach raus, reicht mir hier. Bleibt wachsam! Den hab ich jetzt markiert hier. So, das ist Truppe 1. Mit denen gehe ich jetzt mal raus. Obwohl, jetzt muss ich wieder kommen. Na gut, ich lasse sie erstmal im Eingangsbereich ziehen. Vor schnell ramorieren. Kann ja dabei noch mal rüber ausbilden. Also schwere Rüstung ist sind am wichtigsten erstmal. Haltet nach dem Feind Ausschau! Vorwärts, Männer! Okay, los geht's. Ah, hier hinten ist wieder Miese, also ihr seht, es wird langsam notwendig. Wir müssen entschlossen kämpfen. Die Gegner zu besiegen, denn irgendwann fällt dann euer Tor und wenn dann so schnell Spinnen, also die Spinnen sind ja recht schnell, euch ärgern können dann oder in eure Festung können, dann wird es schon recht ungemütlich. Und deswegen ein bisschen aufpassen, was der Gegner so ausbildet. Weiter so, Waldläufer! Werft sie nieder! So. Der Riese soll sein. Unser Baumeister wird bedrängt! Haltet nach dem Feind Ausschau! Was soll ich machen? Der Baumeister eigentlich hier. Jedes Mal passiert es mir, dass ich den mit markiere. Verteidiger des weißen Baumes! Irgendwie passiert gerade gar nichts. Wir müssen sie zurücktreiben! Bei von hier an, das verstehe ich gar nicht. Sie kommen! So, das brauche ich nicht wieder. Wir müssen sie aufhalten. Ruhig mitmachen. Haltet hier wach. Gegengewicht einhängen! Haltet um euer Leben! Haltet die Augen! Sie haben angegriffen! Bleibt wachsam! Reitet sie alle nieder! Besiegen. Das ist sehr wichtig. Dann stelle ich mir noch vor. Sturmwaffen! Elende Bestien! Aufpassen! Weile! Information bleiben! Weil. Reiter danach! Zermalmt sie! So, die schicken wir jetzt mal ins Lager von diesen da. Treibt sie zurück! Beginnt die Blockade! Jetzt geht's los! Macht euch kampfbereit! Werft das Übel nieder! Guck mal, meine Truppen bestehen das hier. Auf dem Weg mit wenigen Verlusten, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Haltet die Augen offen! Oh, Herren! Bleibt wachsam! Ja! Jetzt geht's weiter. Mit denen gehe ich jetzt mal zu den Goblins. Zwingt sie in die Knie! So, ich habe gleich die tote Armee. Das wird sehr schön, wenn ich die rufen kann. Formation halten! Und wir machen wir haben sie. Schnell so damit platt. Säubert das Gebiet! So, hier Männer, geht's weiter. Wir spielen jetzt parallel gegen zwei Gegner. Auf brutal, das ist schon nicht ohne. So, jetzt tun wir mehr. Die setzen wir dann aber noch nicht ein, sondern erst wenn die ganze Decke im Lager sind. So, weiter geht's. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Habt ihr auch das Gefühl, dass wir das jetzt schaffen? Ja, ich denke schon. Reißt ihre Häuser nieder! Wir löschen die jetzt systematisch aus. Wir haben 1082 Truppen. 11.082 Truppen, das ist schon eine starke Leistung. Das passiert, wenn ihr noch Truppen ausbilden könnt. Wenn jetzt Truppen von euch sterben oder dezimiert sind und dann ihr wieder welche, die sich wieder regenerieren, aber dabei sich welche ausgebildet haben, weil noch genug Dürrspunkte, Entschuldigung, reisen.
Ja. Ja! Verteidiger des Weißen Baumes! Wächter, Attacke! So. Sie greifen an! Sie greifen wieder an! Hier ist Saku. Das ist der Anführer der Wagreiter. Ja, Unser Land wird belagert! Männer, Rohan! Schnell! Wenn wir nähern uns dem Lager der Goblins, da stehen meistens richtig, richtig viele rum und deswegen setze ich die Futter-Armee, glaube ich, gegen die Goblins ein. Macht euch bereit! Drängt sie zurück! So. Die Schlacht wartet! Ja, da geht's. Reiten sie alle nieder! Sieht eigentlich noch recht frisch aus, das ist also ich habe Truppen hier. Oh, hier sind die Was sollen wir tun? Egal, wir setzen trotzdem ein. Unsere Truppen werden angegriffen! Als die tote Armee, wenn man die einsetzt, ist es immer wieder ein Genuss. Ne, wir kriegen die auch. Also die tote Armee ist nicht so stark wie Erdbeben gegen Gebäude. Dafür kann die in kurzer Zeit Tausende von Truppen niedermähen. Also das ist schon richtig krass. So, und hier battle ich mich richtig hart mit den Gegnern. Also das ist schon ein schwerer Kampf. Mal gucken, was er noch... Oh ja, Wolkenbruch ist gut. Da verschafft uns ein bisschen Zeit, die wir sicherlich brauchen werden. Da kann ich gleich mal meine Truppen hier nach hinten ziehen. Holt eure Waffen! Hallo, es kommt schon. Das sieht gut aus. Vertrappelt sie! Natürlich, das trampeln hier noch nicht. Seid wachsam! Wir werden angegriffen! So. Allen Feinden Gondors! Vorsicht! Elende Bestien! Wir schützen den Weißen Turm! Also ich habe jetzt doch schon gehört. Sie sind hier verloren, deswegen sehe ich jetzt mal sein. Nach. Und kaufen wir derweil mal Gandalf. Der weiße Eomir. Ne, erstmal Boromir. Unsere Rohstoffe werden knapp. Geht. So, wie sieht's hier aus? Mögen Sie hier verfolgen! Haltet ihr auf! So, die tote Armee ist gerade. Was war denn das? Lass keinen entkommen! Ritter der Weißen Stadt! Die tote Armee ist gerade besiegt worden, also nicht besiegt, sondern zu Ende. Macht eure Waffen bereit! Und wir kämpfen uns hier so langsam Richtung. Ah, das ist sehr gut. Die setzen wir hier. Die zerstören die Festung. Zaudert nicht! So, die stellen wir raus. Und ich würde sagen, wir gewinnen das Battle aber locker. Aber es ist schon ein harter Kampf gewesen. Besonders jetzt, wo ich gleichzeitig gegen zweimal auf Brutal spielen musste. Also. Puh. Ich hab schon Schweiß. Wiederhergestellt. So. Ich werde die Reiter in die Schlacht führen. Sehr gut. Sie sind hier. Seid vorsichtig! So, jetzt können wir noch König Theoden erleben. Jetzt seht ihr erstmal, wie die Festung zerstört wird. Halt. Ein Schuss noch. Der Feind ist unter uns, Männer! Los! Habt ihr etwas gehört? Pfeile los! Wenn wir mal besiegen. Pfeile los! Jawohl, jawohl, senkt wir müssen sie zurücktreiben. So. Meine Reiterei haben noch ein paar größere Probleme. Dann werden wir mal hier Pfeilhagel noch einsetzen. Die verbessern. Und hier ist Gandalf. Jawohl. Die können wir noch ein bisschen ausrüsten. Und man muss standhalten. Dann würde ich mal sagen, aufrücken! Schicken wir die mal mit hin. Wir versammeln dann nochmal meine ganze Armee. So, ich könnte mir jetzt noch Galadriel holen, aber wenn die da ist, das ist sinnlos. Deswegen lasse ich das. Die Schlacht wartet! Ha! Zermalmt sie! Der Feind! In Deckung, Männer! Durchbohrt sie mit euren Speeren! Jetzt müsste eigentlich gleich hier die Zwerge, die... Lass sie zurück! Müssten eigentlich gleich die... Bleibt wachsam! Goblins besiegt worden sein.
Reitet! Ja! Irgendwo muss hier noch ein Gebäude von Goblin sein. Hä, ich hab doch aber einen. Reitet! Auf, auf! Vorwärts! Brechen wir auf! Vorwärts! Reitet! Ja! Oder? Mal schauen, sind sie noch da? Ah ne, hab ich besiegt. So. Sie sind hier. Jetzt Crew. Feuer! Jetzt vom Format formiere ich. Leise! Armee. Seid vorsichtig! Können wir noch alle Spezialfähigkeiten kaufen? Unsere Feinde haben das Land besetzt! Schaut mal, die greifen hier an. Weil manchmal greifen die dann trotzdem mal. Schwerter! Nicht so erfreulich, aber. Ritter! Schwerter! Irgendwie auch verständlich, wie man gewonnen hat. Hä? Achso. Der hat mal gefällig gerade. Die Schlacht ist unter uns, Männer! Ach, egal. Sei wachsam! Wir gehen jetzt einfach hier voll drauf. Los geht's. Mit allem, was ich hab. Und meine so, das wird ein schönes, episches Bild, also. Jawohl. Also, ich denke mal, wir gewinnen. Und das war mein Let's Battle um Helms Klamm. Wir haben erfolgreich gegen dreimal brutal bestanden, was nicht immer sicher war, aber wir haben es eigentlich, denke ich, souverän gelöst. Und ich wünsche euch viel Spaß bei meinen nächsten Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch gefallen, kommentiert es doch einfach, abonniert mich und wenn ihr mal mit mir zusammenspielen wollt, müsst ihr das mir einfach sagen. Bis zum nächsten Mal.